So, herzlich willkommen zurück hier auf Gas Station Simulator auf dem PC. Beim letzten Mal haben wir hier die Tankstelle übernommen. Und jetzt müssen wir ein paar Regale kaufen. Aber jetzt will ich hier gerade noch kurz fertig noch aufräumen. Ich weiß nicht, wo er das Blechding jetzt hingelegt hat. Aber jetzt haben wir erstmal Kundschaft hier an der Tanke. Oh, wir müssen schon wieder Sprit kaufen. Great. Sehe ich gerade, wo er das Metallding jetzt hingeworfen, hä? Ich habe es doch noch gerade noch in der Hand gehabt. Da hat er es hingelegt. Gut. Oh Gott. So. Aber bevor ich Regale kaufe, will ich hier noch streichen. Und zwar. Wie ging das jetzt nochmal mit der Farbe? Ah, hier. Ich muss das erstmal hier anwählen. Da. Und dann hier. So, bevor ich die Regale bestelle, will ich hier noch fertig streichen, dass es hier schön aussieht. Das Sprint müssen wir auch mal wieder kaufen. So. Oh, das war zu viel. Wieder eine Errungenschaft freigeschalten. Hey, jetzt geht's aber los hier. Mach ich gleich weg. Was? Von der Tankstelle, ja? Ich komme sofort. So, Kunde an Tankstelle. So, ich glaube, wir bestellen jetzt nochmal hier ein bisschen Benzin. So, dann kümmern wir uns um die Ration. Ah, komm, wir nehmen gleich den großen. So. Wir haben es ja da oben. Also ich wollte eigentlich weiter streichen hier. Keine Angst, ist die Weiterung von dem Gebäude. Ich habe mich schon ein bisschen informiert über das Spiel, bevor ich es mir gekauft habe. Warte, also ich komme mal gleich noch ein kleines Regal noch. Warum tut eigentlich immer die Farbe wechseln, obwohl es nicht will? Ich glaube, ich habe jetzt die richtige Farbe genommen. Da kommt auch schon mein Regal angeflitzt hier. Wo bleibt Kundschaft? Ich brauche Kohle. Die Ecke kann man auch streichen. Da warte ich noch ein bisschen, bis ich noch andere Farbkombinationen hier habe. So. Ah, der Gasmann ist da. Ich glaube, das wäre unser Regal, aber ich glaube, das Regal ist schon da. So, so sieht's doch schon wieder viel besser aus, unsere Tankstelle. Ich weiß, jeder tut seine Tankstelle anders da bemalen. Ich tue es jetzt hier mal so bemalen hier. So. So. Oh, ich drücke mal falsch, sorry. Ich bin mal gewohnt auf Tab, dass ich mit dem Tab schneller laufen kann, aber das gibt's hier nicht. So, ich muss noch einmal was bestellen hier. Komm, dann bestelle ich ein kleines Regal. So, jetzt. A, Q und E. Halt, bevor ich das mache, komme ich da auch wieder raus. Ah, so komme ich wieder raus, okay. Wie schon gesagt, das ist das erste Mal, das zweite Mal, wo ich das Spiel hier spiele. Ich kenne die Funktion hier noch nicht so ganz. Ich muss so.
Einmal hier. Warte, das steht ein bisschen krumm. Kann ich das auch... Aber mit F kann ich es wieder aufheben. Wunderbar. Und das Kleine kommt gerade neben dran. Weitere Regale. Direkt so vom Fenster, dass man nichts mehr sieht. Das ist ein bisschen zu viel. Aber das ist, ich sehe gerade, das Regal könnte noch ein bisschen weiter nach hinten. So gerade kann man das gar nicht stellen, weil es nicht so. So, jetzt. Immer noch, ey, das geht's nicht. Bin ich jetzt zu blöd, um das Regal zu setzen hier? Ich kann das halt auch nicht mit der Maus drehen hier. So, lassen wir jetzt stehen, ob es jetzt gerade ist oder nicht. Das ist mir jetzt egal. Wir wollen hier schließlich weiterkommen hier. So, jetzt. Okay, ich muss jetzt Parkplätze kaufen. Aber ich muss erst noch freiräumen. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal unser Rudi wiederholen. Irgendeiner tut hier immer Sand in die... Ich glaube, ich muss Benzin holen. Ah. Habe ich gar nicht gemerkt, dass der da ist. So, jetzt. Great job. Wo habe ich einen Rudi abgesetzt? Rudi steht da hinten. Einsam und verlassen. Ich sage, der verbraucht echt viel Sprit. Mr. Rudi. Geil, wie es aus welchem Jahrhundert er ist. Kundschaft. Ja, ich komme. Ich muss sagen, der verbraucht unheimlich viel Sprit, Rudi. Lass jetzt erstmal da stehen, weil ich jetzt Kundschaft krieg. Und dann kaufe ich ja noch Parkplätze, aber ich will jetzt erstmal hier tanken. Guten Tag. Amazing. So. Kann ich hier weitermachen? Und keine Regale hier. Das war den hier. Was kann ich noch? Nee, das war's. So. Was ist jetzt? Anrufen. Yo. Hello. I see the business is doing well. I'm calling to congratulate you on successfully getting it off the ground. But you can't run a business on fuel alone. I've had a few of my people deliver some extra stock for those empty shelves of yours. Time to talk money. You now owe me. Well, I'll send you the invoice to your email. Don't miss it. I'm sorry, nephew, but there is just no room for charity in this world. I hope you'll find it within your finances to repay the debt. Otherwise, we'll be forced to see to more persuasive methods of reimbursement. Don't have me wait too long now. Goodbye.
So, hallo. Wie ich sehe, läuft das Geschäft gut. Ich rufe an, um dir zum erfolgreichen Start zu gratulieren. Aber man kann ein Geschäft nicht nur mit Benzin betreiben. Ich habe ein paar meiner Leute etwas Nachschub für dein Leerregal liefern lassen. Zeit, übers Geld zu reden. Das alles war nicht kostenlos. Nun, ich schicke dir die Rechnung per E-Mail. Verpasse sie nicht. Es tut mir leid, Neffe, aber in der Welt ist... Aber in dieser Welt ist einfach kein Platz für Wohltätigkeit. Ich hoffe, du findest es in deinen Finanzen, die Schulden zu begleichen. Sonst sind wir gezwungen, zu überzeugenderen Methoden der Rückzahlung zu greifen. Nun lasse mich jetzt nicht lange warten. Auf Wiedersehen. Wir haben 5 Minuten Zeit, um 5000 Dollar zu holen. Das schaffen wir doch niemals. So, du wirst erstmal die Frau hier fertig tanken. Guten Tag. Wir haben eine E-Mail. Schlossknacken, Darlehen. Okay, ja. Guten Tag. So, wie geht das jetzt überhaupt, okay? Nee. T. Drücke ich zum Starten. Ah. Haben wir uns gescannt gehabt? Ah, immer lasse ich die Maus zu viel raus. Ich weiß, ich brauche da erstmal ein bisschen länger, um zu verstehen, wie das Prinzip funktioniert. Super. Dankeschön. Der nächste. Cola. Noch eine Cola. Energy Drink. Johannisbeersaft. Nochmal ein Saft. Orangensaft. Top of the line job there. So, 456 Dollar. Müssen wir hier wieder sauber machen. Also die 5000 Dollar kriegen wir nicht zusammen. Nicht in der Zeit. So, Kunde an Kraftstoff. Jo, ich komme. Kunde an Kraftstoff. Ich komme. Oh, der fährt weg. Aber ich kann den Reifen wieder mitnehmen hier. Das wird natürlich alles noch schön sortiert hier. Da ist auch noch ein bisschen Müll. So, das habe ich gestrichen, das habe ich gestrichen. Dann streichen wir das gleich auch noch hier mit. Wenn wir schon dabei sind. So. Erstmal alles weiß. Ah, ich spiele da immer Shift drücke, dass es schneller geht. Oh. Machen wir auch mal weiß hier. Nee. Wir kriegen niemals die 5000 Dollar zusammen. Ob das einer schafft, weiß ich gar nicht. Vielleicht nicht der verklickt. So. Ich komme. Oh, die Cops, servus und alles fit bei euch. Job there. Was macht der Dienst? Viel zu tun. Ich kann mich nur probieren, hier in Schlösser knacken.
jetzt habe ich es auf. $5. Ich setze sie weg. Wahrscheinlich hat sie gemerkt, dass ich irgendwas vorhab. Oh, wir haben die Kohle zusammen. Hey, Pong! Hä? Where's our... Oh. Ich wollte eigentlich nur ein Bild machen. Ist mir, glaube ich, auch gelungen. Aber ich glaube, wir haben einen so small gekriegt, habe ich das Gefühl gehabt. Ich weiß nicht. Ja, wir haben eins aufs Maul gekriegt und ich hab'n, ja, ist egal. Ich habe halt eins. Oder kommt es jetzt noch? Hey, Pong! Ah, jetzt kommt es erst wieder. Where's our goddamn money? Vom Schläger. Eins aufs Maul. Und dann aufs Leben im Fußmo hinterher. Nee. Macht man eigentlich. Sowas macht man normalerweise gar nicht. Jetzt hat er mir noch ein Auto geklaut. Aber wir sind schuldenfrei. Wo ist unser Onkel? Ich würde sagen, das ist unser Onkel. Ja, wir haben die Gabel noch nicht, ganz klar. Ganz, ganz klar. Wake up, Sam. You've got a gas station to run. Ich glaube, ich lege mich noch ein bisschen hin. Hätte er einen Rettungswagen nicht holen können? Der Angler. Da müssen wir ans Telefon gehen. Ich habe gerade eben noch so starke, richtige, geile Kopfschmerzen. Naseblut habe ich auch. Hey, Nephew. Back on your feet? I hope your head's no longer spinning. Thanks for picking up. We need to talk. There was a mistake. A serious one. You can rest easy knowing I will have the responsible people dealt proper retribution for what has happened. The amount of time on your investment loan deadline was rendered far too short for what the amount was. It's plain bad business. And I don't make bad business decisions. Ganz klar. Let's forget about this debacle for the time being. As a token of apology, please accept this small gift. It will help with your next delivery. No strings attached. However, you will need to make the warehouse operational again to receive it. Somehow. You're a resolute lad. You'll figure it out. Hallo Neffe, wieder auf den Beinen? Ich hoffe, dein Kopf dreht sich nicht mehr. Danke, dass du abgenommen hast. Wir müssen reden. Es war ein Fehler, ein schwerwiegender Fehler. Ich werde dafür sorgen, dass die Verantwortlichen für das, was passiert ist, angemessen bestraft werden. Die Frist für dein Darlehen wurde im Verhältnis zum Betrag viel zu kurz angesetzt. Das ist einfach eine schlechte Entscheidung und ich treffe keine schlechte Entscheidung. Lass uns dieses Debakel vorerst vergessen. Als meine Entschuldigung, bitte nehme dieses kleine Geschenk an. Es wird bei deiner nächsten Lieferung helfen. Keine Bedienung. Allerdings musst du dafür das Lager wieder in Betrieb nehmen. Irgendwo muss es ja aufbewahren. Du bist ein entschlossener Bursche. Du wirst das schon schaffen. Jo, Kundankraftstoff. Kundankraftstoff. Da ist die Tankstelle. So. In der nächsten Folge werden wir dann das Lager aufmachen. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was. Hier noch ein bisschen streichen. Brauche wieder Benzin. Das heißt also, wir müssen wieder Benzin kaufen. Dekoration müssen wir noch kaufen für außen. Irgendwas günstiges. Ja, komm, nehmen wir das mit. So, jetzt habe ich die Aufgabe auch erfüllt. So. Was brauchen wir denn für die nächste? Oh, frei, cool, okay. Jetzt kann ich gerade noch mal streichen. Aber ich hab's gewusst. Oh, da kommt Kundschaft. Dann stelle ich gerade noch ein bisschen mehr Benzin. Keine Müllabfuhr, nein. Kraftstoff.
Nee, hier bestellen. Guten Tag, alles fit bei Ihnen? So, dann tun wir mal anfangen nochmal zu streichen hier. Aber ich glaube, das lohnt sich nicht mehr. So. Ja, Kunde an Kasse, ich komme. Kunde an Kasse. So, einmal Pepsi. Johannisbeeresaft. Nochmal Johannisbeeresaft. Orangensaft. Eine Cola. Orangensaft. Cola. Sehr gut, Dankeschön. So. Have a nice day. Mhm. So, räumen wir mal den Scheiß hier noch weg. Solange wir hier noch ein bisschen Zeit haben. Also keine Angst, die Folge wird diesmal nicht so lang wie die letzte Folge, da habe ich es ein bisschen übertrieben. Ich muss ja schließlich das Zeug ja auch noch rendern. Was ist los? Kraftstoff kommt, das ist gut. Da hängt auch schon der Schlüssel fürs Lager da hinten. Dann können wir mal, wenn wir genug Kohle haben, ein bisschen was einkaufen an Getränken. Bloß jetzt habe ich mir vergessen aufzuschreiben, was die Kunden gerne haben wollen. So. Ja, ich komme. Ich bin auf dem Weg. Ja, alles okay. Kein Stress hier. Aber jetzt komme ich. Das muss ich ausschalten. Das ist sowas von nervig. Hat keinen Kofferraum. Oh, jetzt komme ich wieder drauf. Ja, jetzt fährt er los. So, wir haben wieder ein bisschen Benzin. Also mir ist wichtig, dass wir halt immer ein bisschen Benzin hier auf Vorrat haben. How much do I owe you? Denn wenn wir nicht genug Sprit haben, dann können wir die Tankstelle hier nicht mehr führen. Ja. So, das Kreuzworträtsel braucht auch keiner mehr. Ich würde sagen, ich kann die Müllabfuhr gleich nochmal rufen, wenn das ganze Zeug hier drin ist. Alter Fernseher. Also wie schon gesagt, die Quest machen wir dann in der nächsten Folge. Ich will gerade hier noch ein bisschen fertig aufräumen. Guten Tag. Wo hat er die Flasche jetzt hingetan? Ja, kann ich den kleinen Kram mit hier in die Dings reintun? Ah, da ist die Flasche, so. Ja, guten Tag, Kasse, ich komme. Guten Tag, herzlich willkommen hier. Johannisbeersaft, Orangensaft, Orangensaft. Have a nice day. Ja. So. Ja. Wer hat hier sein Müll hingeworfen? Man sieht es jetzt, war er auf dieser. Hm? So. Das ist ein leicht Orangensaft. Ein Wasser oder Zitronenlimonade. Mit Pepsi. Orangensaft. Oh. Orangelimo. Sprite. Pepsi. Energy Drink. Energy Drink. Oh. That'll do. Sehr gut. Die nächste. Fanta. Fanta. Johannisbeersaft. You're a lifesaver. Jo. So, dann wir die alte Matratze noch wegräumen, dann tun wir nochmal die Müllabfuhr rufen.
So, dann können wir nämlich hier weiter streichen. Und wir gerade nochmal die Müllabfuhr. Müllabfuhr kostet gar nichts. Auch nicht schlecht. So, dann tun wir hier mal erstmal außen weiter streichen. Hier. Aha, immer wieder komme ich auf die Taste. Oh, das war zu arg. So. Muss ich auch wieder streichen. So. Geht's hier drin weiter. Da habe ich die Farbe, glaube ich, rausgesucht, oder? Ja. So. Ah, da kommt die Müllabfuhr. Wollte ich schon sagen, die Lieferung habe ich keine gekauft. Aber jetzt werden wir nichts machen. Jo, Kunde an Kraftstoff, ich komme gleich. So, Kunde an Kraftstoff. Guten Tag, alles fit bei Ihnen? I have a nice day. So. Ja, ich weiß, dass er der Schlüssel vom Lager ist, aber das Lager machen wir dann erst in der nächsten Folge. So, hat er jetzt alles mitgenommen? Sehr gut. Das können wir nehmen, das ist Schrott, da können wir auch nichts machen. Kaputtes Haus. Du hast eine neue E-Mail. E-Mail. Darlehen, Verbesserungen in erwünscht dieser Tankstelle, jo. Oh, ich muss erst in der nächsten Folge dieser. Das Lager aufmachen, die Tankstelle zumachen, dass wir in Ruhe das Lager aufräumen können und so weiter und so fort. So, guten Tag. Ah, wir sind eine Pepsi, okay. Wir fahren da für Kollege. Oh, orange Saft. Nochmal orange Saft. Spreit. Awesome. Mhm. Boah, das war knapp. Pretty much what I asked for. Danke dir. So, jetzt muss ich hier noch sauber machen. Wenn ich hier sauber gemacht habe, ist die Folge auch wieder beendet. Nicht, dass die wieder so lange geht wie die letzten Folge. Ich muss ja schließlich noch rendern und bearbeiten. So, jetzt. Ja, Kraftstoff, gleich. Yo. So, mit diesem Bild ist dann die Folge beendet. Man sieht sich dann in der nächsten Folge. Ciao, euer Chris auf D86. Tschüss.